Hey, ich bin Konrad, Interior Designer bei IKEA. In einem unserer letzten Videos habt ihr darüber abgestimmt, dass ihr mehr über das richtige Lagern von Lebensmitteln wissen möchtet. Die besten Tipps und Tricks hierfür erfahrt ihr heute. Trockene und bereits geöffnete Lebensmittel könnt ihr in einem Hochschrank platzieren. Füllt am besten eure Lebensmittel in eine Dose aus Glas. Dort könnt ihr gut sehen, wie voll eure Boxen sind. Außerdem könnt ihr sie stapeln und das spart Platz. Extra Tipp: Produkte, die bald ablaufen, immer weiter nach vorne platzieren und mit einem Etikett versehen. Kennt ihr eigentlich schon unser Küchenplanungsvideo? Falls nicht, dann klickt doch einfach hier. Kleine Schubladen wie hier eignen sich super für zum Beispiel Tee, Kaffee oder Süßigkeiten. So habt ihr auch jeden Platz optimal ausgenutzt. Bei Ölen und bei Flaschen eignen sich super sogenannte Aufbewahrungsboxen. Ihr könnt sie einfach rausnehmen, abstellen, zum Beispiel zum Kochen. Habt ihr auch eine Vorratskammer zu Hause? Dann könnt ihr diese auch nach Themen sortieren. Wie hier zum Beispiel bereits geöffnete Lebensmittel in Glasbehältern. Hier Produkte, die noch geschlossen sind. Obst und Gemüse, was sich länger hält oder bereits schon eingemacht ist. Das gleiche Prinzip könnt ihr natürlich auch in einem Hochschrank anwenden. Extra Tipp: Kartoffeln und Zwiebeln immer trocken und dunkel lagern. Aber Achtung, nie zusammen, denn so werden sie schneller schlecht. Kommen wir zur Lagerung von frischen Lebensmitteln. Generell gilt die Faustregel: Heimisches Gemüse und Obst liebt es eher kühl, Exoten eher wärmer. In der Aufteilung des Kühlschranks solltet ihr immer von der kühlsten bis zur wärmsten Zone eure Produkte platzieren. Ganz unten Salat und Gemüse, darüber Fisch und Fleisch, dann kommen die Milchprodukte und ganz oben bereits zubereitete Lebensmittel wie Marmelade oder Kuchen. In der Kühlschranktür befinden sich Milch und bereits geöffnete Flaschen oder zum Beispiel die Butter. Extra Tipp: Gruppiert eure Lebensmittel in Behältern, so habt ihr einen viel, viel besseren Überblick. Frisch gekocht und noch Reste übrig? Lunchboxen sind super im Trend. Ihr könnt diese mit zur Arbeit nehmen, spart Geld und es ist nachhaltig. Hier haben wir zwei verschiedene Lunchboxen. Eine aus Glas, die ist super praktisch, denn ihr könnt diese Form auch in den Backofen stellen, auskühlen lassen und dann einfach den Deckel drauf und mit zur Arbeit nehmen. Mit dieser Box habt ihr den Vorteil, dass sie Unterteilungen hat. Ihr könnt hier zum Beispiel verschiedene Gerichte platzieren, auf die verschiedenen Fächer rausnehmen und so optimal für euch gestalten. Damit ihr die Boxen gut unterscheiden könnt, könnt ihr einfach den Ring ändern und so habt ihr eine farbliche Unterscheidung. Habt ihr noch weitere Tipps zum Thema Aufbewahrung von Lebensmitteln, die ich noch nicht genannt habe? Dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Möchtet ihr noch weitere spannende Videos zum Thema Einrichtung sehen? Dann klickt doch einfach hier. Bis zum nächsten Mal. Ciao!